Wilfried Hopfner, wie ist denn die aktuelle Entwicklung am Vorarlberger Immobilienmarkt und wie hat vielleicht Corona die Pandemie hier mit reingespielt? Vorarlberg ist ein teures Land, was Wohnraum anbelangt. Das hat verschiedene Gründe. Das ist die Grundknappheit. Das ist natürlich jetzt die Attraktivität des Immobilien, der Immobilie in einer Niedrigzinsphase. Es gibt sehr viele Investoren, die hier ihre Gelder anlegen wollen. Und deswegen hat Vorarlberg ist ein teurer Markt. Und das hat sich auch in der Corona-Zeit nicht verändert. Die Nachfrage ist hoch geblieben. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass Vorarlberg ein attraktiver Lebensraum ist, aber auch ein teurer Lebensraum bleiben wird. Sie haben es gerade angesprochen, nirgends sind Wohnungen derzeit teurer als bei uns im Ländle. Auch die Preise werden weiter steigen. Was bedeutet denn diese Entwicklung für die Vorarlberger? Die sind ja bekannt als Häuslebauer mit dem bekannten Satz Schaffer, Schaffer, Häuslebauer. Ja, Schaffer, Schaffer, Häuslebau ist wahrscheinlich wirklich auch etwas, das in der Zukunft bleiben wird. Und das hängt natürlich jetzt zusammen. Es ist das Anspruchdenken auf der einen Seite. Was möchte ich mir leisten? Was kann ich mir leisten? Übrigens, Vorarlberg ist schon auch, es ist ein teures Land, aber unsere Einkommen sind auch im Österreich-Schnitt höher. Deswegen können wir uns auch Gott sei Dank etwas mehr leisten. Aber es ist trotzdem natürlich gerade für junge Familien, die sich Eigentum leisten wollen, eine ganz, ganz große Herausforderung, hier ein passendes Grundstück zu finden und dann ein entsprechendes Haus drauf zu bauen oder eine entsprechende Wohnung zu kaufen. Meine Erfahrung ist, dort helfen oft dann die Eltern mit, das funktioniert. Und ansonsten ist es für die jungen Menschen auch mit dem Sparen und dem Anschaffen ein Thema, das es immer schon war, aber jetzt wahrscheinlich eine besondere Bedeutung hat. Wie sieht es denn mit der Leistbarkeit generell aus? Könnte die hier, wenn die Entwicklung so weitergeht, zum Problem werden? Ich gehe davon aus, dass man hat immer in Vorarlberg gebaut und Wohnungen geschaffen und sich Häuser geschaffen. Das wird auch in der Zukunft so sein. Aber es ist vor dem Hintergrund knappe Grundstücke natürlich erschwert. Deswegen wird der verdichtete Wohnbau eine größere Bedeutung bekommen und erhalten. Und ganz generell der attraktive Wirtschaftsstandort erfordert es auch, dass wir natürlich entsprechende Wohnungsmöglichkeiten haben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auf der einen Seite attraktiver Wohnungsmarkt, aber gleichzeitig auch leider, wenn man es jetzt aus einer Familiensicht sieht, ein teurer Wohnungsmarkt bleibt. Was wäre denn jetzt Ihre Nachricht an Vorarlberger, die jetzt überlegen, eine Immobilie zu kaufen oder vielleicht ein Haus zu bauen? Ja, es ist eigentlich hier so schnell wie möglich, sich die Wohnträume zu erfüllen, weil mit Zuwarten und der Verteuerung, die erwartbar ist, wird es mit jedem Monat, mit jedem Jahr noch teurer. Aber natürlich bedeutet es jetzt zuerst einmal die Leistbarkeit zu prüfen und das hängt damit zusammen, welchen Anspruch stelle ich an meinen Wohnraum, wie kann ich es finanzieren. Übrigens, Finanzieren eines Wohnbaus war noch nie so billig wie gerade jetzt. Die Zinsen sind auf dem niedrigsten Niveau und deswegen ist von daher zumindest ist eine Entlastung gegeben. Was wird es denn jetzt aus Sicht der Raiffeisen Bank und aus Sicht von Raiffeisen Immobilien für Hilfestellungen, für Antworten auf diese Entwicklung geben? Wir können als Raiffeisen Immobilien in der Vermittlung tätig sein. Wir sind als Raiffeisen Banken in der Finanzierung behilflich, sowohl schon in der Ansparphase als auch dann natürlich in der Finanzierungsphase. Und über zum Beispiel Projekt- und Strukturgenossenschaften helfen wir auch Kommunen, die sich hier weiterentwickeln wollen, mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen. Eine letzte Frage noch. Ist das Wohnen in Vorarlberg für Sie in der Corona-Zeit anders geworden? Was haben sich hier für Änderungen ergeben, jetzt auch bei der Suche nach einer Wohnung? Was ist den Leuten vielleicht jetzt wichtiger geworden in Corona-Zeiten? Ja, es ist jedenfalls feststellbar, dass manche jetzt drauf gekommen sind, dass vielleicht Homeoffice in der Zukunft ein Thema sein wird. Das würde bedeuten, dass man vielleicht doch ein Zimmer mehr braucht als eines weniger. Spannend auch die Entwicklung, was sich das dann für den Bürobereich bedeutet. Wird wirklich Homeoffice so stark bleiben, dass dort dann Bürogebäude vielleicht weniger attraktiv werden? Das lässt sich noch nicht abschätzen, da müssen wir zuwarten. Aber für den privaten Wohnbau bedeutet es vielleicht lieber ein Zimmer mehr, um dann auch die Möglichkeit Homeoffice zu haben und damit auch mit den Kindern, wenn es Homeschooling und alle Themen, das hoffen wir allerdings nicht mehr, dass Homeschooling weiterführt. Aber die digitale Welt wird etwas bleiben und deswegen wird es vielleicht auch sogar etwas mehr Wohnraum bedeuten.